Guten Abend zusammen, herzlich willkommen zum Geschwätzblitz und einen schönen dritten Advent euch allen. Ja, so ist das. Dann legen wir auch schon los. Und als erstes müssen wir den Zufallsgenerator noch ein bisschen hochschrauben. Weil schon so viele da sind und wir so viele Challenges haben, dass wir natürlich niemanden benachteiligen wollen. Ja. Und deswegen... Wir müssen jetzt ganze 16 abzählen, das heißt, es ist der dritte von unten, wenn wir von oben zählen. Das heißt, es ist jetzt hier. Ich hoffe, das ist ein Premium-Mitglied, aber ich gehe stark davon aus, das ist der Top-Schachspieler. Möchtest du anfangen? Nein. Gut. Okay, dann fange ich an und ich fange einfach mit D4 an. Und ihr könnt wie immer eure Öffnungswünsche im Chat äußern und vielleicht kommen wir dazu, die umzusetzen. Soll ich schreiben, meinst du? Ja, kannst du. Und derweil spiele ich erstmal wieder Bertramisch. Ja, und G6 jetzt leiten wir natürlich über in sonstige Öffnungen. So nach D6, so kann man das spielen nach Dingsda-Bumsda. Wie heißt das nochmal? Erstens E4. Ja, aber wenn man das dann mit G6 spielt. Na gut, sei es drum. Ihr wisst, wovon... Das ist doch ganz klassisch Pirk, oder nicht? Ja, genau. So, jetzt. Das war dir entfallen, oder was? Ja. Nicht so ganz auf der Höhe heute. Wir hatten auch zwei Spiele dieses Wochenende. Ich weiß nicht, habt ihr auch gespielt? Und wenn ja, wie? Und nebenbei notiere ich mir Schottisch. Und Neidorf mit Weiß. Na, das ist schwierig zu. Das ist wirklich schwierig, ja. Aber wir können das versuchen, indem wir erstens E4 spielen. Russisch wahrscheinlich mit Schwarz. So, wie macht man Paul das Ganze jetzt? So vielleicht. Ja, wir hatten Glück das Wochenende. Wir haben zweimal 4,5 gewonnen. Und beide Male recht knapp und mit einem Quäntchen Glück. Ja. Sodass wir jetzt weiter an der Tabellenspitze stehen, beziehungsweise auf dem zweiten Platz, aber punktgleich mit dem ersten. Mal gucken, ob wir diese Saison den Aufstieg schaffen. Wäre auf jeden Fall etwas, worüber wir uns freuen würden, ne? Mhm. So. Und Fabi hat 2 aus 2 geschafft. Glückwunsch. Vemi hat heute auch gespielt. Ja, ich habe auch 2 aus 2 geholt. Nehme ich das jetzt einfach alles raus und hoffe, dass das genug ist mit dem Doppelbauern. Ist ja eigentlich recht solide, ne? Der Doppelbauer? Ja, also das kenne ich aus italienischen Strukturen. Das sieht fast so aus wie italienisch. Meistens kann man da gar nicht so viel rausholen, aber ich bin optimistisch, dass du es dennoch schaffst. Dankeschön, das wollte ich hören. Ja, wir haben zum Glück Doppelspieltage. Ich finde das ja immer besser, wenn man dann für mehrere Spiele anreist und nicht so viele Einzelrunden hat. Gerade weil wir ja schon immer weite Wege auf uns nehmen dürfen. Und dann macht es mehr Spaß, wenn man dann zumindest 2 Partien an einem Wochenende abhaken kann. Ja. Gegen wen habe ich gespielt? Ich habe gegen einen IM gespielt und gegen einen FM gespielt. Und gestern interessantes Materialverhältnis. Dame, also Nico hatte Turm, Leichtfigur, 2 Bauern gegen Dame. Das war eine sehr komplizierte und auch taktische Stellung. Ja. Ja, das war nicht so einfach, wie ich mir das erhofft habe. Ja, das ist meistens so, ne? Man erhofft ja, sich meistens. Ich dachte, einfach. Das muss einfach super sein für mich, aber es ist nur leichter Vorteil, aber naja. Ich werde demnächst, ich komme ja mal nicht dazu zu twittern, aber ich werde die Endstellung der Partie mal twittern. Du kommst nämlich, nicht dazu, hallo. Ja, ich habe keine Lust darauf. 10 Sekunden. Ja, okay. Man kann das auch anders ausdrücken, ich gebe es zu. Ja, wir sind... so semi-aktiv auf Twitter. Weiß nicht, auf welchen Kanälen seid ihr denn so unterwegs? Nutzt ihr Social Media? Wenn ja, was ist euer Favorite? Und was mögt ihr so gar nicht?
Wie ist dieser Doppelbauer einzuschätzen, wurde gerade gefragt. Das ist eine gute Frage. Ich bin mir da nicht so sicher. Das Problem ist, dass der Läufer hier auf der Diagonale sehr gut steht. Und ich mich da jetzt erstmal irgendwie rauswursteln muss, möchte ich mal sagen. Ich glaube, ich sollte so anfangen. So, jetzt kann ich erstmal Turm D1 spielen, auf Turm F8, Turm D2 wahrscheinlich. Naja, und dann muss ich mal gucken. Passt du auf, dass ich nichts einstelle, bitte? Nein, ich passe auf den Chat auf und schaue, was für Antworten reintrudeln und was für Fragen. Es wurde auch gefragt, wie ich gespielt habe. Ich habe zweimal Remis gespielt. Also gestern war ich ganz zufrieden, heute nicht so, aber ich habe die Partie noch nicht angeguckt. Vielleicht war es auch gerechtfertigt. Aber ich hatte eine harte Woche hinter mir, deswegen ist eigentlich ganz gut, dass es... dass ich zumindest nicht verloren habe. Ja, also ihr hört das ja so ein bisschen an Melanies Stimme. Was? Ist halt Weihnachtszeit und Melanie hatte eine ausgedehnte Party-Woche. Ja. Okay, jetzt gehe ich hier erstmal zurück, decke den Punkt F2 nochmal und hoffe weiterhin, dass ich nichts einstelle. Jetzt kann ich gleich noch C3 spielen, dann kann der Läufer hier auf D4 nicht mehr irgendwie rumnerven und dann muss ich mal gucken, wie ich irgendwie nach vorne komme gegen den Top-Schachspieler, der wieder viel, viel besser spielt als seine Zahlen und mir hier nichts schenkt in der Partie. Ah, Karo kann ich mal noch notieren. Aber ich sehe schon, ihr seid alle eher so Social Media. Was ist das also Gegenteil von affin? Unaffin. Benutzt es nicht wirklich. Okay, offener sieht sie. So. Ja, wie mache ich denn jetzt Fortschritte gegen den guten Top-Schachspieler? Ist nicht einfach. Was für ein Junggesellenabschied war ich da? Nee, ne? Warst du auf einem Junggesellenabschied? Nee. Nur auf deinem eigenen, ne? Ja, aber das ist schon ein bisschen her. Ja, bei mir auch. Komisch, ne? Sehr merkwürdig. Okay, also der Doppelbauer ist nicht so schlecht. Ich hoffe aber, dass ich es später, ist noch nicht so weit, mit meinem Springer irgendwie... ausnutzen kann. Dafür muss ich den Springer natürlich nochmal schön ins Spiel bringen. Als erstes werde ich gleich mal zusehen, dass ich hier meinen König ein bisschen besser stelle. G3. Was macht Dame E8? Nicht so viel, ne? König G2 hinterher. Achso, und die Zeit ist natürlich auf meiner Seite. Mhm. Oh, wir haben gelernt, halbe Minute im Blitzen ist ein halber Bauer. Ich habe also fast 5 Bauern mehr. Aber... Ach so, ich glaube, die Party, die TDL meint, war auch mit meinen Arbeitskollegen. Wir hatten dieses Jahr auch 25-jähriges Jubiläum und da habe ich auch ein bisschen von berichtet, dass die recht fröhlich war. Und die Partys letzte Woche waren auch mit meinen Kollegen. Da zeichnet sich ein Muster ab. Okay, ja, das tut mir jetzt natürlich leid, dass das so hart auf Zeit ging. Die Stellung hätte ich natürlich aber auch noch weiter gespielt. Also hier ist halt die Sache, ich denke, ich stehe leicht besser, aber man kann sich natürlich mit Läufer C7 passiv hinstellen. Also ohne Fehler von Schwarz ist das nicht zu gewinnen. Gut, aber es ist noch genug Raum für Fehler, dass ich mit dem König reingehe. Man kann auch mal gucken, den F-Bauern könnte ich zur Not auch opfern. Man müsste hier versuchen, am Damenflügel einzudringen. Sowas wie Springer C4 und dann vielleicht B4 spielen. Ich denke, ja, es gewinnen Chancen drin. Okay. Nee, TDL, ich feiere zwar auch ausgiebig, aber meistens mit wenig beziehungsweise gar kein Alkohol. Also dementsprechend müsst ihr euch einen anderen Namen für mich ausdenken. Ja. Jetzt habe ich mich gerade verzählt. Ah, Königsindisch schreibe ich natürlich auch sehr gerne. Hatte ich gestern erst. Kannst du jetzt auch wieder haben. Ja, und da bin ich unvorbereitet in... Bajonett. Hier, komm, wir tauschen mal die Unterlagen. Habe es aber überlebt. So. Was? Und so.
Was machst du hier? Achso, ja, du bist ja schon dabei. Königsindisch, ja. Abgehakt, sauber. Sehr schön. Okay. Ja, Topschachspieler, ich danke dir auch für die Partie und bisschen schneller spielen das nächste Mal, dann wird das, ja, sagt diejenige, die immer auf Zeit verliert. Ja, aber lieber, also ich finde es sagt über dein generelles Können mehr aus, dass du langsam und gut spielst als schnell und schlecht kann jeder. Also so ganz schnell und schlecht, ne? Was, wir waren heute lange online auf Chess24? Wir zwei? Wir? Hast du wieder gecheatet während der Partie oder was? Immer. Ich weiß nicht, ob der sich abmeldet. Also wenn, dann waren wir die ganze Zeit online, ne? Wie, aber seit wann denn? Seit letzter Woche oder was? Nee, ich melde mich ja nie ab. Aber also dementsprechend macht das aber eigentlich keinen Sinn. TDL fragt, ob ich einen Tipp fürs Probeexamen habe. Nö, mach einfach ganz entspannt, ne? Du geh das einfach an, als wäre es eine Schachpartie. Schachspieler sind es zum Glück gewohnt, sich 4, 5, 6 Stunden zu konzentrieren. Das ist schon mal was ganz Gutes. Und ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, als Schachspieler hat man auch ein ganz gutes Problembewusstsein. Zumindest ziehe ich die Parallelen zwischen Jura und... Problembewusstsein? Ja, Problembewusstsein. Einem fällt auf, dieses oder jenes könnte kritisch sein. Ne? Das hilft dann immer. Mhm. Okay, Französisch und Französisch-Tarasch-Variante gegen mich, sagt LMW. Nur gegen ihn. Okay. So. Tarasch gegen ihn. Das ist natürlich dann schwierig. Da brauchen wir ein bisschen den Zufall auf unserer Seite. Ja, mit der Farbe, ne? Nee, ja, doch, LMW. Okay. Holländisch hast du notiert oder muss ich jetzt hier auch schon? Du den musst Job auch. Des... Ja, auch. jetzt habe ich Höländisch geschrieben. Oh, Höländisch. Oh Gott. Ich glaube, Nico hat auch Party gemacht, als ich weg war. Ja. Heimlich. Okay. Ich habe eure Wünsche notiert und wir werden sie einen nach dem anderen abarbeiten. So, ich denke gerade über Läufer F5 nach. E4, aber das kann ich, glaube ich, nicht Springer ausnutzen. Schlägt E4, D5, ja, Läufer D3. Ne? Sieht nicht so vielversprechend aus. Ne? Könntest halt auch jetzt D5, Springer C4 machen, ne? D5? Hm? Bauer nach D5? Da habe ich doch hier so einen Rückständigen. Ja. Ich wollte einen billigen Trick ansetzen. Ja, das kannst du in deinen Partien machen. Ich versuche es immer vernünftig, bis ich dann irgendwann schlecht... Aber ich kann auch gleich Springer C4 machen. Kannst du auch machen. bis ich dann irgendwann schlecht stehe und dann wechsle ich auch die Taktik. Und Brotkrümer heute verloren wegen berührt geführt. Was? Das tut uns leid, aber also früher hat man uns gesagt, dann setz dich auf die Finger, bis du deinen Zug wirklich fest hast, den du machen willst. Weil ich meine, berührt geführt gehört halt zum Spiel dazu. Ja. Ja, ist halt schade, immer die Frage, wie manchmal berührt man ja auch aus Versehen, wenn man ein Haar entfernt oder so. Naja gut, aber dann ist es ja kein berührt geführt. Naja, wenn man nichts sagt, schon, ne? Also wenn man nicht Schalup sagt. Kann es das schon sein? Es bedarf der Auslegung. Oh Gott. ja, was machst du denn jetzt? Ich denke über Dame B6 einfach so normale Züge irgendwie erstmal. Mhm. Also mir gefällt D5 immer noch nicht so schlecht, ne? Einfach da deinen Springer zementieren. Auf C4. Na gut, dann mit der Dame Trompowski. Auf B6 gefällt es mir dann auch schon besser. Trompowski ist notiert. Probieren wir aus. So. Okay, ich habe ein bisschen weniger Zeit, aber das ist noch überschaubar. Meine Stellung finde ich eigentlich okay. Jetzt kein großes Highlight, aber... So, jetzt lässt er mich nicht mehr zu D, obwohl ich kann den trotzdem machen. Ne? Ach nee, hängt. D5? Mhm. Mhm. Kann auch E5 machen. Dann nimmt er wahrscheinlich auf C4, ne? Mhm. Und was ist, wenn du E6 spielst und dann... Es sieht nicht toll aus. Oder, ja, oder sowas wie Läufer G4 erstmal. Oder Turm E8. Oder Turm E8.
Ja, ich glaube, hier musst du einfach dich von deinem Gefühl leiten lassen. Ja, und nicht von irgendwelchen Leuten, die mir immer links reinquatschen. Ja, die vor allem die ganze Zeit irgendwie im Chat ein bisschen was lesen und Und dann dann kurz aufs kurz Brett gucken. 2 Sekunden auf Und dann, die Stellung Melanie, mach gucken. das. Spiel D5. Ja, unbedingt. So, wo stelle ich denn meinen Läufer günstig hin? Ich kann den natürlich nach G4 bringen oder nach A6. Oder noch B7, ich zähle einfach Felder auf. Oder nach F5. Ja, jetzt schon, ne? Tempo. Da ist er. So, auf Läufer D3 Wirst du wohl schlagen müssen. werde ich schlagen müssen. Dann wird der Turm schlagen. Jetzt könnte ich Springer nach D5. D5. Bisschen So. mangels Alternativen, da kannst Hier du. schlage ich meinen Bauern nieder. Dann habe ich Na, auch vielleicht zum. nimmst du dann erstmal auf C3. Achso. Und dann D7. Ah. Guck, deswegen sage ich immer vielleicht. Ja. So, und hier würde ich jetzt mit was wieder nehmen? Mit der Dame? Wenn du das sagst. Ist es genehm, ja? Dieses Reinquatschen ist das Hauptthema dieses Showformats. Ja. Ja. Weil wir auch immer wieder. Was? Und Wemi hat gerade reingeguckt und meint, wir sind nicht der Tabellenführer mit Neuberg. Ah, dann du Ja, musst wir die sind Tabelle. Zweiter, das habe ich Nein, du ja auch musst die gesagt. richtig lesen, die Tabelle, weil die Tabelle sagt eigentlich. Erstmal E6 oder so. Die Tabelle sagt eigentlich, dass wir führen, weil Wir die die. stärkeren Gegner hatten. Genau, so schaut's aus. Ja, aber das stimmt natürlich. Ich habe aber vorhin auch gesagt, punktgleich mit dem ersten. Droht irgendwas? Weiß ich nicht, ne? Chance vertan, mich auf mein Verderben hinzuweisen. Ja, du stehst aber super. Also so richtig super. Gefällt mir extrem Habe gut. halt keine Zeit mehr, ne? Das ist halt Springer hier. Hui. Ja, warum nicht? Und dann nach B5, So, ne? hier wäre auch schön gewesen. Naja. Oh ja. Überall schöne Felder. Warum wird Eierchen kaum gespielt? Naja, weil man doch sagt, man soll seine Figuren am Anfang nicht tausendmal ziehen, sondern alle der Reihe Oh, nach. ich muss rechnen. Springer, bringt es was? Nee, ne? Doch, warum nicht? Aber es bringt einfach nichts. Dann kommt, geht der Turm weg. Achso, ja, aber das muss er ja erstmal machen. Ja, ist doch klar, dass er das macht. Der ist ja angegriffen. Also ganz so billige Tricks brauchen wir nicht zu stellen. Bitte spiel Eierchen. Was habe ich gerade gesagt? Eierchen? Ja, weil man die Figuren am Anfang, man soll die abwechselnd ziehen und nicht alle auf einmal. Das lernen wir doch ganz am Anfang. Achso, jetzt hängt hier Ja, was. Dame F8 solltest du. Wieso Dame F8? Wieso nicht Turm A7? Bisschen schwache Grundreihe, aber ja, vielleicht auch den. Sonst Nutz kann ich deinen ja. Bauern mehr, der mit der Zeit daherkommt. H6? Vielleicht? Gefällt mir nicht so gut. Eierchen schreibe ich erstmal auf. Ja, F6 wäre auch gut gewesen, Doktor. Das stimmt. So, was G5. jetzt? Ich habe ein bisschen Angst hier. Brauchst du nicht. Was mache ich denn als nächstes? Du Droht guckst was? erstmal, was hängt. Ja, gehst da hin oder so. Gut, Na, gut, jetzt gut. knallt er hier bestimmt gleich mal rein. Ah, das traut er sich nicht. F6? Na, ah, Ah. dann hängt der E6. F5, G4, F5, G4, F5, G4. Muss sein. Gewinne auf Zeit. Mit F5, G4. Schön. Jetzt kannst du ja bestimmt auch schon sowas machen. Boom! Da kommt alles rein. Was droht? Schach, aber der Turm ist gedeckt und ich bin nicht Ja, matt, oder? dann nimm raus. Und Oder werde Dame ich hier E7. unten? Dame F8. Dame Achso. F8. Läufer schlägt Pre-Move und du wirst auf Zeit gewinnen. Sauber. Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit nicht im Chat geguckt, aber der Springer am Rand ist nicht schlecht, wurde gesagt. Dr. Vicious oder wie? Nee, nee, nee. Hat das nicht der Dr. Paradoxon gesagt? Naja, wie Was auch immer. denn? Dass F6 vielleicht cool gewesen wäre. Achso, ja. Auf Dame F3. Ja, in der Tat. Und jetzt hier schön mit Turm F8. Ja, und auf Springer D7.
Na, also so hundertprozentig weiß ich es noch nicht. Jetzt irgendwie so. Na, es ist sehr dubios. Wahrscheinlich gewinnst du eine Figur mit Schwarz. Aber, naja, so wie du das gemacht hast, kein Gegenspiel, sehr solider Königsinder. Ich glaube, den Wunsch hast du zur Zufriedenheit aller erfüllt. Schön. Schön, ne? Ach, schon Zug früher, sogar ohne die Dame auf F3. Ja, das ist natürlich noch einfacher. Gut, vielleicht kommt dann noch Läufer D2 und man gewinnt keine Figur, aber ja, das sieht auch gut aus. Ja, Schnee gab es zum Glück nur heute Morgen, als wir losfahren wollten. Da Oh waren ja. wir im tiefsten Hessen. Ja, mit offener Und da, Landstraße, ne, die ja, absolut zu war. Da sind wir da dann lang mussten wir getuckert. gleich, ja, Ja. lang geschlittert. Aber dann, nachdem wir fertig waren mit Spielen, war es schon wieder weg. Und dann Ja. sind wir ganz gut nach Hause gekommen. Ne? War zwar auch anstrengend zu fahren dann. Aha, kennt ihr das, wenn ihr auf der Autobahn fahrt und es ist frisch gestreut und dann kommt immer so viel Salz auf die Scheibe und man sieht immer nichts? Das war etwas störend während der Fahrt. Was ist der Wunsch gegen D4? Gibt es gar nicht viel, nur Holländisch, ne? Würde ich mal mit F5 einleiten und dann auch schon abhaken. Jetzt mache ich mal den fliegenden Holländer. So. So, und jetzt spiele ich Stonewall. Ich früher mal gespielt, du auch? Ja, und irgendwann ist mir die Lust daran vergangen, Mir auch, mir auch. weil dann plötzlich alle wussten, wie es geht. Ja. Geht mir genauso. So, jetzt wo er B3 hat und nicht mehr Dame B3, bringe ich mal den Läufer hier so rüber. Gucken, was das bringt. Na, ganz unterschiedlich die Schneeverteilung. Bei manchen liegt nur Müll, bei anderen Schnee. Ich weiß nicht, wo du dich aufhältst. Wie geht es gegen Stonewall? Wie meinst du das, wie es dagegen Na, geht? wahrscheinlich, was wir gerade gesagt haben, dass uns die Lust vergangen ist, das muss ja einen Grund haben. Ach so, ja, Ich warum fand denn? das eher schwierig, mit Schwarz Fortschritte zu machen, wenn Weiß jetzt nicht Und weil irgendwas es macht. gemauert hat, ne? Ja, oder halt einfach keine großartigen Anstrengungen unternommen hat. Ja. Dann fand ich das schwierig. Ja. Ah, Giovanni, ist guter Tipp. Ja. Der dichte Aufwand, um das Spritzwasser aufzunehmen. Aber das ist ja auch voll verschleimt mit, ist ja auch voll verschleimt mit dem ganzen Salz. Das hilft nur bedingt weiter, aber schon mal kreativ. Ja. Cambridge Springs wird sich gewünscht. Das ist jetzt natürlich viel zu schreiben, während ich spiele, aber ich mache das trotzdem immer wieder gerne für euch. Halli, Kannst das war ja auch jetzt der Trick, sonst ja? rüberrutschen. Oh, ist Naja. wirklich ein Trick. Den Läufer darf er haben. Aber nur, weil das Will er gar nicht, du bist dran. mein schlechter Läufer ist. Ah! Gesundheit. Ja. Wolltest du auch Gesundheit nochmal Ja. sagen, ja? Okay, gut. Ich wollte eigentlich erklären, warum das der schlechte Läufer ist, nämlich weil alle Bauern auf den weißen Feldern stehen und somit der weißfeldrige Läufer nicht so viel Sicht hat, so ähnlich wie wir heute beim Autofahren. Und deswegen Ach der Gottchen. schlechte Läufer ist. Dame C2. Ja, das ist jetzt, verstehe ich, was das sollte. Was? Jetzt weiß ich, was das sollte. Was denn? Dame C2. Ja, und was sollte es Ach so, jetzt? naja, er möchte auf, dass ich nicht mit dem E-Bauern wieder Ach nehmen so, kann. ja. Mache ich jetzt einfach mal sowas? Oder sowas? Sowas. Hast du viel Neshmedinov-Partien angeschaut? Vielleicht, ja. Nach vorne, kein zurück. Scheibenwischanlage, ja, das Problem ist, geht weiter. Unser Büschwasser war alle. Ja, das Wischwasser war alle und das war auch unverdünnt, weshalb das immer sehr klebrig war. Und vor allen Dingen hat er dann alle 5 Minuten gepiept und ich dachte, oh Gott, was ist jetzt kaputt? Ja, das ist. Motorschaden oder Ja, was der immer? piept, Und als wäre sonst was los, ne? dann. Und wie lange haben wir an unseren Videoserien für Chessomy gearbeitet? Das ist eine gute Lange Frage. auf jeden Fall. Ja, leider.
Nee, ist doch, also hat uns ja auch geholfen. Ne? Also wir haben ja eher so strategische Themen gemacht, Nico und ich. Und ja, da ist es natürlich dann schon erstmal sehr zeitintensiv, da gute Partien rauszusuchen, also gute Beispielpartien. Man will ja nicht irgendwas nehmen, sondern da schon gutes Material haben. Und dann die zu analysieren und dann wieder ein paar Partien rauszuschmeißen, damit man nicht zu viel zu einem Thema hat und immer wieder neue Ideen einbringt und so. Aber so, ich könnte dir da jetzt keine Stundenzahlen nennen. Es war halt ein Prozess über mehrere Monate. So, ja. Und jetzt hatte ich gehofft, dass ich hier auch einen Prozess mit ihm veranstalte. Naja, aber sehe ich noch nicht, wie ich das jetzt irgendwie... Ich mache mal E5. Wenn man das schafft von der Struktur, ist das schon mal super. Dann nehme ich den so zurück und dann stehe ich doch schon mal wie ein Mustersteinwall. Oder? Ja. Läufer D4. Seid jetzt immer noch die Frage, wie es weitergeht, ne? Ja, das ist es immer im Stonewall, aber ist okay. Und man muss immer auf seinen Springer E4 aufpassen, dass der nicht irgendwann weg ist. Wenn dann nehme ich mal, manchmal macht man ja auch den Fehler, dass man den anderen Springer dann nach F6 zur Befestigung stellt und dann kommt plötzlich F3 und der Springer hat keine Felder mehr. Ja, Areurealisure spielt aber ziemlich gut. Also ich habe wirklich null Ahnung und ich glaube dir auch nicht, warum alle hier so ein niedriges Rating haben. Also ihr seht das hier oben, 1452. Dabei, also er beachtet die absolute Grundregel, ne? Stell nichts ein. Das macht er grandios. Also, naja, ich gehe mal vor. Guck mal, ob ich da was erreichen kann. Ein bisschen was drohen mit F4 ist wahrscheinlich schlechter. Hättest du vorhin den F2 nehmen können? Wurde gefragt, aber können wir nachher ja nochmal in Ruhe betrachten. Mhm. Ja, ich meine, du hast auf jeden Fall die Initiative, ne? Und das Läuferpaar ist hier nicht so entscheidend. Wer weiß, wie lange ich die noch habe. Also, ich dachte jetzt, die Läuferpaar. Nein, die Initiative. Jetzt ist schon ganz schön zu. Das spricht natürlich für deine Springer, aber gegen deine Angriffsideen. Du könntest den genau umgruppieren. Ja. Oh ja, das gefällt mir jetzt ganz gut, muss ich sagen. Zack. Was gefällt dir daran so gut? Ja, okay, so ganz so klar ist mir auch noch nicht. Boah. Du könntest, ja, wollte ich auch gerade vorschlagen. Den Läufer tauschen, dann hast du nämlich die Kontrolle über die schwarzen Felder. Sowas wie Springer C3 könnte jetzt nicht mehr drohen. Wieso spielt er das so gut? Tja. Attacke, matt setzen. Okay, du hast einen ganz leichten Zeitvorteil. Gut. Den gilt es jetzt auszunutzen. Gut. Wenn ich da reinhüpfe, ist das zu viel? Zu viel ist gut, ne? Wahrscheinlich schon. Wobei natürlich auch der G3 hing. Aber naja. Ach, der G3 hing? Ja, okay, aber das kann ich wahrscheinlich nicht ausnutzen, ne? So, jetzt zu machen. Und Springer C3 könnte mal. Okay, der ist auch attraktiv. So, kann er sich den gleich zurückholen? Vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich. So, wie kann ich ihn jetzt matt setzen? Wahrscheinlich gar nicht, aber ich probiere es trotzdem. Kannst du dann auch mal mit dem Turm rein? Na, ich bin nicht so zufrieden. Fall, ja, ich auch nicht, aber ich glaube, es ist ein bisschen einfacher für dich zu spielen, weil der E3 auch immer hängt. Also da mit C4 könnte eine Drohung mal sein, ne? Mhm. Puh. Das ist alles nicht so einfach. Ich sage es euch. Der Gegner spielt gut. Der Gegner spielt sehr gut, muss ich sagen. Und ich halte mich so über Wasser.
Und versuchen wir ein bisschen mal was rechts, zu drohen. mal links, ne? Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee. Einfach hier mal so ein bisschen rumhüpfen, ein bisschen nerven, gucken, was geht. Und schnell ein bisschen ziehen. nerven, das hat er sich von dir abgeguckt. Ach, jetzt deckt er da auch noch, ne? Puh, wie nerv ich denn jetzt weiter? So. Aber der Sprung auf A2 hängt, ne? Die ganze Zeit. Dann zieh ich den mal schnell. Oh, Achtung, Turm. Ach Gott. Was mache ich denn jetzt? Jetzt brauche ich einen schnellen Tipp, ne? Ich weiß nicht. Oh Gott, hilf mir mal! Das ist. Puh! Oh Gott! Oh, das ist ein Krimi, ey. Oh. Ja, ja. ja, ich glaube, die müssen wir nochmal kurz analysieren. Die war irgendwie. Also, erstmal sah es ja so gar nicht so aus, als ob weiß. Gegenspiel hat, ne? Sondern einfach, dass du ein bisschen was probieren kannst und die Frage ist halt, ob du durchkommst oder nicht. Und plötzlich, ich glaube nach Turm, was war das, Turm B6 ist halt schon verloren, ja, ne? Und dann kam er irgendwie, genau. Was, die Partie war ungewertet? Na gut, ja, wir hätten ja eh nur 0,5 Elo gewonnen oder so. Ja, das war ein bisschen zu viel. Hier jetzt 8 Springer A2, der hängt ja auch sofort, ne? Ja, ich habe mich schon gewundert, hä, was war dein Trick? Ich hätte wahrscheinlich sofort auf G3 nehmen sollen. Ich habe Dame hierhin nicht gesehen, aber ich glaube, in diesem Moment hast du mir dann auch verraten, dass der Springer hängt und dann wollte ich den unbedingt ziehen. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ich hier sowas wie den mache. Mhm. Dann kann ich immer Turm B2 machen und vielleicht stehen wir hier sogar noch besser. Aber sehr, sehr... verrückt und stark ja, gespielt. Ja, zeig nochmal das Matt am Ende. Das war ja auch, war es denn schon... Ja, das war natürlich Quatsch, weil er den... Also er kann hier natürlich hier, ja, schon Matt setzen, ne? Mit irgendwie Dame F6, Dame E6, irgendwas G8, aber okay, so wie es kam. Er kann hier natürlich nehmen, ist ja keine Frage. Er kann auch auf G3 wahrscheinlich nehmen. Also das war so ein bisschen letzter Trick, ne? Aber ja. Manchmal, es zählt ja immer der letzte Fehler im Schach und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ja gut, dafür. Und du musstest ja, glaube ich, auch nur noch 2 Sekunden oder so überleben. Das ist ja dann auch nee, noch... Nee, er hat am Ende sogar mehr. Echt? Ja, er hatte 10 am Ende. Das war, das war sehr kritisch. Aber gut, ist halt Blitz, ne? Ist das manchmal so. Und wenn ihr keine Fehler macht, ihr Lieben, da können wir auch nicht zaubern. Korrekt. So. So, was darf ich? Ich kann offenen Sizilianer probieren oder auch Neidorf mit Weiß. Und gerade war noch ein Wunsch. Ich hab's aber vergessen. Wer liebt, wenn das nochmal wiederholen könntest. Ich glaube, es war irgendwie Tommy oder so, Tommy Lee oder so. Guck mal, ich kann jetzt vielleicht gleich zwei Haken machen. Ach, ja. Nee, schadet doch nicht. Aber zumindest den offenen Sizi. Ja, das stimmt. Abgehakt. Mhm. So, wir haben jetzt hier einmal. Ach, Grünfeld war der Wunsch. Dankeschön. Grünfeld, ja. Auch eine Öffnung, die wir natürlich überhaupt nicht kennen, weil wir sie überhaupt nicht spielen, aber für euch probieren wir das. Ja. Für euch nehmen wir alle ja. Qualen auf uns. Ja, und es sind Qualen, wenn man die Öffnung nicht kennt. Tommy 1 irgendwie? Ich überlege, locker vom Hocker. Erstmal entspannt. Ruhe auf den billigen Plätzen. Bitte? Ich kenne das ja. Ich überlege gerade, welche meiner Varianten ich spiele. Ja, das ist natürlich die Qual der Wahl, wenn man so viel Kenntnis hat. Freundchen! Ja, was denn? Ja. Kommt gleich wieder die Wasserwaage. Kann man im Sizilianer Neidorf und Drachen kreuzen? Nur die ersten Züge. Also, die ersten Züge laufen weitestgehend parallel, ja. Aber ansonsten, ich glaube, im 5., 6. Zug muss Schwarz sich entscheiden. Nehmen? Ja, ne?
Das sieht zu gut aus, um es nicht zu machen. Ja. Nick, darauf musst du aufpassen und ich sage es gleich hier an den TDL. Na, bring deinem Schüler, der D6 hängt, dieses Motiv bei. Ach so. Na gut, brauchst du nicht mehr, haben wir gemacht. Hat Melanie gemacht. Wenn man schon Freundchen genannt wird, dann brodelt der Maul Melli. Nee, Melanie ist einfach noch von den letzten Tagen übermüdet und es ist etwas knatschig. Ich bin immer so knatschig hier, kennt mich doch. Hallo, ich bin nicht heute unfreundlich, ich bin das immer. Okay. Ja. Okay. Ich bin immer der Mount Melly. Nee, die Wasserwaage, die habe ich ganz weit weggeräumt. Oh, der Turm D1 sieht alles gut aus, ne? Ich glaube, du gewinnst nichts, wenn er Läufer C6 macht. Möchte ich dir nur sagen. Gewinne ich ja nach Turm D1 auch nicht. Ja, aber dann kannst du noch was anderes machen. Die liegt auf dem verschollenen Bierkasten im Keller. Aber tatsächlich, wir müssen mal Pfand wegbringen, ja? Bierkästenpfand. Wir trinken so wenig Bier in diesem Haus, dass wir dementsprechend wenig Übung darin haben, Bierkästen wegzubringen. Ja, können wir ja mal TDL einladen. Kann die Funfact zu bringen, oder was? Na, erst mal das Bier zu trinken. Was hältst du von H3? Das ist ein exquisiter Zug. Exquisit? Ja. Verstehe ich nicht. Überhaupt Schlupfloch, G4, Decken. Warum das bei dir immer Schlupfloch heißt? Luftloch. Ja, aber Schlupfloch. Ein Unterschlupf ist doch was, wo man sich hinverkriecht. Aber man möchte da vielleicht, ja atmen. Vielleicht liegt das irgendwie an was anderem. Redet ja auch immer von Steuerschlupflöchern und sowas. Ach so, das ist jetzt also dein Steuerschlupfloch. Nein, auch das nicht. F4 und er kann nicht nach G4 gehen. Ach, das war die Idee oder was? Ja, und aufs Schach auf B6 hast du jetzt ein Schlupfloch auf H2. Und er kann nicht Springer G4, Springer F2 spielen. Oh, der Henker. Ja, der Henker sagt es. Was sagt er denn? Er sagt, mit F4 könnte Weiß sich auch noch ein Luftloch machen. Oder ein zweites Schlupfloch. Jetzt hör auf! Aber so ganz, naja, es geht noch so ein bisschen für ihn. Ne? Aber gut, ist natürlich mit dem Bauern weniger, ist das schon schwierig. Da kann man das nur schwer schönreden. Aber was mache ich denn als nächstes? Es gibt viele Möglichkeiten. Du könntest Läufer C4 spielen. Obwohl, der ist nicht so dolle, ne? Ich nicht so. Dann könntest du... Ich könnte E5 machen, was hältst du davon? Dann E6? Ja, ich... Ist halt ein bisschen riskant, weil dann der Läufer befreit wird und so. Was macht er denn als nächstes? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht Läufer A4. Turm. Ja, oder Turm. Also würdest du Turm D4 machen? Hey, verhindert Läufer A4? Gar nicht. Na gut, dann nicht. So, auf jeden Fall muss ich schnell spielen. Ich möchte meinen Springer. Achso, hier hängt was. Achso, aber Springer D4 geht vielleicht trotzdem. Und dann, ach, ruhig dazu schlagen, ne? Ja, jetzt hast du einen Bauern, jetzt wieder ausgleichen, Bauern weniger, weil du eine halbe Minute weniger hast. Und du kannst dir wieder einen Bauern verdienen, indem du schneller spielst. Oder eher langsamer. Ja. Nick, man sollte alles gut durchdenken. Lass dir Zeit. So, was habe ich jetzt gekonnt? Nix. B3? Tritt nicht irgendein Abzug? Zweifel, nein. Oh Gott. Jetzt gehe ich hier noch so ein Risiko ein, ne? Mit meiner wundervollen Stimme. Ich weiß. Jetzt könnte ich aber am nächsten Mal dann Läufer C4 machen. Oh ja, aber der ist jetzt auch schön. In Braunschweig gibt es das gute Wolters. Ja, das stimmt.
Das hat man, glaube ich, auch noch nie gehört, wenn man nicht zufällig ist. So, Dame hängt, wenn ich hier schlage, was passiert dann? Nimmt er wahrscheinlich auf E4. Aber dann kommt Taktik Melli zum Einsatz. Und nimmt den einfach auf. Ja. Ja. Pferd E6. Ah, der Henker hat mit Pferd E6 eine... Wieso schreibst du die Variante mit einem P? Also Pferd E6. Aber ist... oder ist der Henker nicht aus diesem Land? Niederlande, glaube ich, mich zu erinnern. Turm E7 und das sieht doch dann schon sehr gut aus. Jetzt hängt der F7 und die C7. Ist das Spülwasser oder ist das wirklich gut, wird mich hier zum Thema Wolters gefragt. Ist okay. Es ist okay, würde ich sagen. Ah! Wieder nach F6 und dann Läufer holen. Oh ja. Oh, ich drohe auch mal sowas wie Springer E6 oder Springer F5. Ja, oder jetzt Springer F3. Wieso das? Weil der D8 hängt. Fesselung! Es ist besser als Kölsch, was weiß ich denn? Ich bin kein Biersommelier. Obwohl ich schon mal so eine Biertour gemacht habe, was ganz interessant war, durch Münster, kann ich euch empfehlen, weil man sehr viel von der Historie da mitnimmt. Okay, du hast heute noch nicht matt gesetzt. Was ist los? Du aber schon einmal. Liegt das daran, dass du noch nicht ganz fit bist? Ja. Muss es. Schlafen noch ein bisschen. Ja. Okay. Ja, was soll man dazu sagen, Nick? Also wir wissen ja, dass du gut bist. Nur das Motiv solltest du kennen. Aber die gute Nachricht ist, besser gegen uns als in der Turnierpartie. Genau. Denn hier verlierst du nur... Das heißt nur die Chess 24 Elo. Aber auch vor allen Dingen nur einen. Ja. Davon. Das ist ertragbar. Ist das ein Wort, ertragbar? Okay. Trompowski. Ich probier's. Schottisch, Neidorf, Trompowski. Wir haben heute echt wieder viele Wünsche hier, ne? Ja. Darf ich ab? Aber ich mache nicht so wie du so schön säuberliche Häkchen, sondern ich streiche das alles mehrmals durch. Okay, ich nehme den einfach mal raus, um das Ganze ein bisschen thematischer zu gestalten. Ja, kann man so machen. Also wie er das macht. Hast du da noch Ahnung von? Ich habe... Natürlich habe ich da Ahnung von. Na, also ich meinte so richtig oder ich so Halbwissen? Hä? Also von der Theorie habe ich null Wissen, aber ich habe natürlich mein Stellungsgefühl. Ach so. Und das sagt mir, ich habe schon mal ein klein bisschen was gewonnen, indem ich ihm hier das Läuferpaar wegschnabuliere. Das ist schon mal ein bisschen was. Und jetzt geht's weiter. Verstehe. Ja. Das ist eine schöne Spielstellung. Ah, hier, der Breloher Schachclub tritt zu viert an, wenn ich das richtig interpretiert habe. Gegen uns, wenn wir sie dran nehmen. Wie funktioniert denn das? Achso, ihr sitzt einfach zu viert. Okay. Okay. So, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass ich ihm jetzt sage... Werter Herr, wollen wir die Damen tauschen? Aber das dauert noch einen Moment. Ich muss erst noch mal hier ein bisschen vorbereiten, dass er nicht mit der Dame auf H4 reinkommt. Aber ich glaube, das erste habt ihr schon gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe hier alle Bauern so hingestellt, dass er da nicht so viel erreichen kann. H4. Das ist unangenehm. Kannst natürlich selber H4 machen, aber das ist auch immer so eine... Ich versuche mal, die Damen zu tauschen. Gewieft. Ab ins Endspiel. Ja. Ja gut, dann machen wir das so. Ich nehme jetzt einfach mit dem Turm von F1
weil das so aussieht, als würde ich jetzt hier vorstürmen. Und dabei habe ich das gar nicht vor. Ich wollte von Anfang an E4 spielen. Das war ein Ablenkungsmanöver. Aha, damit er das jetzt nicht verhindert. Ja, das ist etwas, was ich in Turnierpartien so nicht tun würde, aber in Blitzpartien schon, weil jetzt bin ich so langsam dabei, meine Traumstellung zu erreichen. 4 gegen 3, er hat einen Doppelbauern, Springer gegen Läufer, der D-Bauer ist isoliert, den werde ich gleich mal attackieren gehen. Ja, also hier ist schon, glaube ich, ernsthafter Vorteil für Weiß. Davor war es so lala. Ja, und jetzt sieht es schon ganz gut aus. Auch noch nicht gewonnen oder so, also noch kein, ist noch kein Selbstläufer jetzt. Man muss schon noch ein bisschen dafür arbeiten. Insbesondere, wenn er das Ganze noch versucht, mir schwierig zu gestalten. Und das kann er natürlich machen. Dann zu Josefs Frage, also glücklich zu gewinnen ist ja jetzt eigentlich nichts Schlimmes. Ne? Ich kenne das, dass sich das dann manchmal ein bisschen unschön anfühlt. Also nicht so schön, wie wenn man jetzt souverän irgendwie eine Partie gewinnt. Aber das ist ja kein Grund, an sich zu zweifeln oder so. Also ich glaube, spiel einfach ganz normal weiter und dann wird sich das von alleine regeln, wäre da mein Tipp. Ich finde, glücklich zu gewinnen ist besser als unglücklich zu verlieren. Ja. Igel, die Videos findest du bei Chessme. Das ist ein eigenes Projekt von uns. Da kannst du einfach mal schauen. Er macht es mir nicht leicht, aber ich denke, ich stehe hier ganz gut nach C4. Ist natürlich jetzt die Stellung so halb zu öffnen, ist ein bisschen gefährlich. Ich hoffe allerdings, dass sich das rentiert. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Sollte ich den da reinstellen und gewinne doch einen Bauern. Mindestens ein. Vielleicht kriegst du auch noch den A7 oder so. Ja, Nachläufer C7, Turm F6 und dann Turm A6. Und vor allen Dingen hast du dann, ich finde, der Bauer ist gar nicht so wichtig, aber das Feld E5 hast du dann. Das ist das eigentlich Schöne daran. Ja, das ist schön. Ja. Na gut, dann gehe ich halt zurück. Wenn er Läufer B8 macht, dann brauche ich nicht ganz nach hinten gehen. Warum war die Partie jetzt, also bisher war es natürlich recht einfach, weil ich einfach gegen den Läufer gespielt habe. Ne? Und das ging sehr einfach auf. Jetzt, der Rest ist halt Vorteilsverwertung. Ja, dabei stelle ich mich manchmal noch blöd an, aber okay, mal gucken. Wie siehst du das? Ist Trompowski eine gute Eröffnungswaffe? Es ist auf jeden Fall was Spielbares, ja, kann man gut machen. Ich habe das selber schon einige Male eingesetzt und habe bisher ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich es immer würde ich es nicht spielen, also nee. Mache ich auch nicht. Also ich finde es aus schwarzer Sicht auch ein bisschen unangenehm, aber eher, wenn ich unvorbereitet bin. Also wenn ich mich dagegen vorbereite, dann finde ich es jetzt nicht irgendwie, dass ich mich freue oder so, aber dann finde ich es auch recht gut, dagegen zu spielen. Aber wenn man unvorbereitet dagegen antreten muss, finde ich es auch sehr unangenehm. Okay, was haben wir hier jetzt? Was denn mit Springer E5, dem C-Springer? Droht ja Turm E7. Kann ich dahin? Ja. So, und jetzt kannst du mit allem wieder nehmen, auch mit dem Springer. Ja, ich glaube nur, wenn ich mit dem Springer nehme, dann kann er wieder Springer F6 machen und auf D5 eine Blockade einrichten. Einrichten? Ja, einrichten. Aber das kann er hier nicht so gut. Aber auf Springer F6 wäre Turm E7 Schach gekommen. Dann geht er weg. Springer schlägt G6. Naja.
Naja. Nun gut. Okay. Ja, die Stellung ist schon sehr gut. Ich spiele mit E6 und dann je nachdem, was kommt. Manchmal spielt man dann mit D6, E5, mal mit C5. Das ist immer so ein bisschen vom weißen Aufbau abhängig. Also zur Partie noch mal kurz. Also das ist, glaube ich, schon ein Ausgleich. Also Schwarz sollte hier auf keinen Fall schlechter stehen. Aber die Läufer zu tauschen ist gefährlich, weil so wie es in der Partie kam, jetzt kann ich mich langfristig mit G3, ich stelle alles so hin, dass dieser Läufer nicht viel zu tun bekommt. Und dann ist natürlich die Idee, E4 irgendwann durchzusetzen. Und wenn ich E4 habe, dann haben wir auf einmal die Bauernstruktur. Ich habe 4 gegen 3 am Damenflügel. Und sein Doppelbauer ist dann, wenn ich das gut einrichte, nicht so viel wert. Also eine sehr positionelle Partie. Mit wenigen taktischen Elementen zum Schluss. Oh, das ist gut. Sehr wenig zählen. Wer ist ganz unten? Zack. Oh, da kam jetzt gerade. Pascal? Pascal. Ja. Da ist der Pascal. So, du darfst. Ich sag's dir gleich, wenn dein Gegner gezogen hat. Du darfst jede Menge Eröffnungen hier machen. Und die Leute freuen sich. Auf? Auf Russisch. Ich guck gerade, ob ich noch was anderes finde auf der Liste, was mir mehr zu. Paulsen hättest du mir geben können. Also Russisch steht ganz oben. Na toll. Na gut, Springer C6. Ja, jetzt haben wir halt 4 Springerspiel. Das ist auch okay. Jetzt Läufer B4 zum Beispiel kannst du machen. Ja, mach doch einfach. Hängt nicht irgendwas? Nein, nein, nein. 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 Ist auch immer noch nicht. Und jetzt? Jetzt wartest du erstmal ab, was er macht. Du bist ja nicht am Zug. Völlig übereifrig hier. So, jetzt. Sag mal, was machst du denn? Du kannst ihm doch nicht alles nachspielen. Was machst du denn? Jetzt spielst du plötzlich eigene Züge. Sag mal, geht's noch? Ja, ich war nämlich noch in der Theorie drin. Das ist mir egal. Ich spiele hier. Offensichtlich ist dir das egal. H6? Ach, jetzt darf ich wieder alles nachmachen, oder was? Na, was ist mit... T5? Ja, wahrscheinlich solltest du den tun. Dann gleich B6 hinterher noch. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass die Idee war ursprünglich, nicht alles nachzuspielen. Ist ja auch nicht. Ist auch nicht. Halt, stopp. Ja, jetzt rede ich. Ja. Hast du was auszusetzen? Halt, stopp. Nein. Nein, 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 nein. Nichts auszusetzen. So, meine Dame überführe ich jetzt. Was will er machen? Gekonnt. Da staunst du, was? Ja, das ist ein positioneller Wuchtbrummenzug, weil du den Gegner vor positionelle Probleme stellst. Denn für das Läuferpaar haben wir einen Doppelbauern kassiert. Und den haben wir jetzt wieder weg. Dame D7 und Turm D8. Das Nehmen auf H6 ist jetzt nicht so gefährlich, oder? Hey, wieso sollte das gefährlich sein? Nein, Figurenopfer halt, weiß ich nicht. Warum sollte das völlig ungefährlich sein? Achso, wie decken wir den? Entweder Dame C6, aber der gefällt mir nicht so gut. Oder? Ja, oder was denn eigentlich? Dame E7 Dame ist E6. Auch Quatsch. Dame Ach E6 so. Hängt der C7. Ich dachte, den kann er nicht nehmen, aber kann er doch nehmen. Heieieiei. Toll, muss ich jetzt Läufer D6 spielen, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Hilft ja alles nix. Okay, jetzt mal eine Sekunde Taktik hier. Was ist mit Läufer schlägt E4? Das funktioniert oder funktioniert nicht? Springer D6, Schlägt, Läufer F3. schlägt, schlägt. Funktioniert also nicht. Nee. Na gut, dann machen wir, weiß ich nicht. Turm C8. Ja, Turm C8. Deckt da ein bisschen was. Ist doch schön. Ach so, ich kann ja auch mit der Dame wieder schlagen. Die Topschachspieler letzten. sagt, ich gebe ihm Vorschläge, wenn er nächstes Mal gegen dich spielt. Wem? Na, dem Topschachspieler. Ach so. H7 hält alles. H7, da steht gar nichts. Das hat Flinsbacher dann auch gesagt. Schau mal, was ist jetzt? Ach, jetzt ist Läufer E4. Mann, 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 der wäre so gut gewesen. Aber jetzt kannst du auch zurückziehen. Da Läufer F8 wieder. Und dann auch damit C3. Ist der C7 gedeckt? Ach so, dann kann ich Dame E6 spielen. Zum Beispiel. Ja. Naja, ich glaube, die letzten Züge waren jetzt nicht so ganz optimal von uns, von mir. Aber. Ich glaube, von ihm auch nicht. Okay. Also, er hätte halt die Möglichkeit gehabt, auf D6 wieder zu nehmen. Ich denke, dass wir da auch auf keinen Fall schlechter stehen. Also ausgeglichen halt, aber ja, im Gewinnsinne war es natürlich für uns jetzt gut, dass er nicht genommen hat. Und jetzt wird es halt spannend. Könnte Springer H7 spielen? Prophylaktisch? Was habe ich überhaupt Angst davor? Das sieht irgendwie gar nicht so aus, als ob es geht. Einfach Turm D8. CD8. Wir wollen ja nicht den. So, und den nehme ich raus, oder? Ich könnte ja auch Springer H7 spielen, und wenn er nimmt, dann G6 oder so. Weiß ich nicht. Was hältst du davon? Dame E6 erstmal. Wie machen wir jetzt gleich weiter? Jetzt hocken wir hier beide ganz nah dran. So, man kann ja immer noch auf G4, G5 irgendwann mal den Springer ziehen und dann G6 spielen. Ich glaube, sowas in der Art hattest du gerade auch gesagt, Ja, hatte ich. ne? Ja, gut, hast du gut gesagt. So gut, dass es mit einer Verzögerung von 40 Sekunden auch bei dir angekommen ist. Ja gut, oder jetzt direkt Springer H7. Ist glaube ich auch gut. Den wollte ich auch vorhin spielen. Ja, das wäre auch mal ein Format, wird hier vorgeschlagen. Alle gegen Melanie. Oder Was? gegen mich in der Beratungspartie. Du auch oder wie? Naja, aber das ist gut, wenn du Leute berätst, dann klappt das meistens nicht so. Ja, weil ich mir immer noch ein Schlupfloch drin habe. Ich sage, mach diesen Zug, wenn er nichts Vielleicht, einstellt. ja. So, was ist jetzt H5 oder schlagen oder abwarten? H5. Ah, H5 sieht nur gut aus, wenn der Was Springer mit wieder ist. Läufer C8? Cool. Ja, wirklich? Ja, ist cool. Aber ist er auch gut? Vielleicht. Aber er ist cool. Es ist ein cooler Zug und das ist alles, was zählt. Naja. Nicht ganz. So, geht jetzt G6, dann. Oder H5 zuerst kannst du auch machen. Ist ein bisschen safer. Aber G6 wäre, glaube ich, gegangen. G6, G schlägt H, König H8. Macht ja. Aber so ist gut, glaube ich. Solide. Ja. Ja, ich glaube, das war sehr solide. Aber Pascal spielt doch. Ich habe gerade erstmal wieder auf seine Zahl geguckt. Ja. Ihr seid alle viel zu gut. Das ist. Das ist. Ja. Ja, oder? Ja, den nehmen wir natürlich weg. Und die Melli setzt matt. Ich wollte gerade sagen, mach schnell, bevor er aufgibt. So. Mrs. Checkmate, schön, dass du Im auch Einsatz. heute hier bist. Zu ihren Diensten. Gut. Okay. Schöne Partie. Ja, also ich glaube, da, wo es kritisch und richtig spannend und interessant ist, da hätten wir einfach beide nochmal eine Viertelstunde mehr gebraucht, um das ein bisschen sauberer zu spielen oder vielleicht auch eine Stunde mehr. Naja, aber
War gut. G6 wäre cooler gewesen, wird hier geschrieben. Ja, in der Tat. Das hätte dann so ausgesehen, so, so und im nächsten das Nehmen auf F5. Ja, es wäre wahrscheinlich auch einfach besser gewesen. Ja, weil man direkt was gewinnt. Es wäre ja noch Turm G3 vielleicht gegangen, statt Springer H4. Ja, auch hier ist es, dann geht es noch weiter. Er opfert ja, einfach stimmt. den Springer. Also das wäre noch den eine... Den hätte ich, glaube ich, gar nicht genommen. Ja. Das wäre mir viel zu riskant gewesen. Ja, aber jetzt wenn hätte ich versucht, nicht irgendwie meinen Mehrbauern zu verwerten. Oder habe ich einen mehr? Nein. Nee. Wir haben nicht. Nee, gar nicht. Ach so. Ja, das wäre, naja. Ja, wieso hat sich so angefühlt? Weil ich das Läuferpaar hatte. Das wieder war die 1. Ich habe drauf gedrückt. Das heißt, diesmal die 1 von oben. Und das ist, schwabupp, Sir Lenny. Der Name gefällt mir auch. Das ist Premiere. Der kommt mir unbekannt vor. Ja, haben wir noch nicht gegen ihn gespielt. Ja, wie wir sehen, nicht so der Bullet-Spieler, aber im klassischen Schach ganz gut. Okay, erstens E4, russisch. Ja, komm, also wir haben es probiert, ne? Mehr können wir ja. Skandinavisch machen wir auch mal. Ja, Skandinavisch habe ich früher sehr viel gespielt, in letzter Zeit auch mal wieder ein paar Mal. Jetzt macht man, glaube ich, sowas. Aber weiß nicht mehr. Das ist halt immer, wenn man sich die Eröffnungstheorie nicht anguckt. Also bevor ich das in der Turnierpartie spiele, würde ich das auch mir nochmal angucken. Ja, Vemi, das tut uns natürlich leid, aber wir wechseln immer ab von oben und dann von unten. Außer wir kommen durcheinander, das kommt manchmal auch vor. Ja. Das kommt vor. Aber diesmal bin ich mir sicher, dass wir richtig waren, weil mir ist nämlich aufgefallen bei der letzten, da war das ja die 1 von unten und da war Vemi die vorletzte quasi Nummer. Und da ist mir schon aufgefallen, dass du eine Zahl von 2,8 hast inzwischen. Mhm. Das ist natürlich schon spektakulär. Sind wir mutig? Ja, lange Rochade. Auf geht's. Na, Logo. Muss sein. Ist wahrscheinlich nicht gut, aber schön. Muss nicht sein, oder? Aber. Achso, nee, muss nicht sein. Das stimmt, aber es ist halt. Also auf deine Dame, auf dass die nicht mal weg ist. Ne? Okay. Ja, sowas wie Springer A4 oder so in einem ungünstigen Moment. Ja, Gier lass nach, ne? Soll ich den jetzt auch noch nehmen? Den Bauern auf D4. Ach so. Puh. Ja, aber also. Komm, Bauer ist Bauer. Jetzt musst du aufpassen auf dieses Matt mit den zwei Läufern, dass dann nicht mal damit schlägt C6 geht und dann Läufer A6 Matt kommt. Kreuzmatt / Bodenmatt, ja. Ach ja, das hatten wir auch in unserer Lernstunde. Ich gebe Obacht. Wie viele Challenges wir so haben, ich weiß gar nicht so. Ein paar. 15 bis 20 oder so. Im Schnitt, ja. Heute sind es wieder ein bisschen mehr. Tja. Die Leute gehen nicht mehr aus Sonntagabends, denn es ist viel zu kalt, aber also spielen wir alle Schach. Im Vergleich zu der Zuschauerzahl ist es schon wenig. Trauen sich nicht alle. Ja, traut euch. Also wenn ihr Premium-Mitglieder seid, ansonsten müssen wir das eher nicht überspringen. Stimmt, ja, daran kann es ja liegen, ja, richtig. Ja. Also zuschauen kann man ja auch ohne Premium. Nee. Okay, also auf 7000 Elo kommen wir nicht zu zweit. Aber Familie Lubbe. 7000 Elo, wie sollen wir denn auf. Wo ja, da kommen 7000? Die zu viert halt drauf. Ach so, ja, gut, ich glaube, aber so kann man nicht ganz rechnen. Nicht ganz, also so ungefähr. Bei uns ist das auch eher weniger, wenn wir zu zweit spielen. Also weniger als meine einzelne Elo. Und als deine sowieso. Ich überlege gerade, wie viel. Familie Lubbe insgesamt ein Elo hat. Ah, pass mal lieber auf, was hier gerade passiert. Da haben wir auch 7000 zu dritt. Oder habe ich mich jetzt verrechnet? Nee. Das habe ich übersehen.
Das kann doch nicht sein Ernst sein, Lenny. Was ist mit... Was kommt auf Dame C5? Wahrscheinlich B4. Der werte Herr will einfach auf C6 reinknallen. Oh Mann. Ja, dann musst du jetzt schnell spielen, auf Zeit. Ja, aber ich muss natürlich trotzdem noch gucken, welcher Zug die Stellung am besten zusammenhält. Da-dam, da-dam, da-dam. Und es ist Springer E5. Vielleicht. Okay, aber du hast erstmal nur einen Bauern weniger. Was ist mit König D7? Gefällt mir. Du bist im richtigen Moment, bist du da mit den wertvollen Tipps. Auch wenn der vielleicht gar nicht geht. Ich würde mich nicht wundern, wenn er nicht geht. Aber würde mich auch nie wundern. Aber ist das nicht einfach? Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Ich hätte eine Idee, aber ich sag's dir nicht. Ich zeig sie dir hier. Kommt ja. Und dann. Hä? Hä? Dann Schach? Es gibt keinen Schach. Doch? Wo? Da? Ja. Ja, okay. Gut, ja. Kann ja nicht gegen alles hier vorbereitet sein. Aber ne? Ja, ich glaube, das geht noch. Das ist ja nicht so schlimm. Oder aber es gibt noch ein anderes Schach auf da unten. Ah. Das ist schon dramatisch, glaube ich. Tja, sag ich mal, zurückgerudert. Nee, das kann ich nicht. Du musst auf Läuferabzüge aufpassen, ne? Ja. Aber ist ja noch nicht schlimm, geht noch alles. Aber ich wollte dir nur schon mal sagen. Ach Gott, ey. Ja, Lenny, das mit dem Läufer E6 war krass. Das war ein krasser Move von dir. Kann ich nie anders sagen. Ach, da hat es jemand ausgerechnet, auf wie viel Elo wir kommen. Ja, Familie Ohme würde auf mehr kommen. Okay, ja, aber du bist, zählst du dich da noch mit zu? Ja, hätte ich mich ja dann noch zugezählt. Ei. Mach doch mal ein paar Pre-Moves. Ja, es ist auch nicht so einfach an dieser Stellung einen Pre-Move zu machen. Warum? Ich wüsste einen. Doch. Darf ich einen Pre-Move machen? Tja. Ja, genau. Ja, der Einschlag auf E7, aber auch sowas sollte leider sehr gut sein. Das Mitspringer. Letzte Hoffnung. Das ist ja sehr unseriöses Rumgezieher von mir. Aber es ist das vielleicht Beste, was Tom ich... Vielleicht Turm D8 oder so? Obwohl, ja. Dann kann er... Oder Turm E8. Das, glaube ich, muss ich gleich machen. Achso, auf Springer D5 kannst du auch zwischenschachten. Ja. Es ist sehr, sehr knapp. Bis, na gut, ich weiß nicht, wie knapp. Das ist wahrscheinlich... Das ist einfach schlecht, aber... Hängt er jetzt? Nee, ne? Nee, noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn du einen Springer ziehst, hängt er. Oh, keine Zeit, was machen wir denn jetzt? Was mit einem...
Weiß nicht, Dame E4 oder so? Keine Ahnung. Ach nee, oh. Sorry. Ja. Da kannst du nicht hin. Ja, das ist Zeit, das aufzugeben. Tut mir leid, dass ich die Dame eingestellt habe. Ja, das verzeih ich dir niemals. Oh, minus 29, das kann doch nicht sein. Tja. Aber fällt dir auf, wer der Elo-Verlustbringer ist? Du! Nee. Du hast es gesagt. Ich habe mich so souverän verteidigt und stehe hier grandios. Ja. Zeig nochmal das mit dem Schlagen auf E6 oder wie kam das denn? Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ja, die lange Rochade war ein bisschen viel vielleicht. Und jetzt hat er jetzt einfach auf E6 genommen, ne? Kurios. Das ist natürlich cool. Ja, ist wirklich cool. Muss ich ihm lassen. Also, Lenny, Respekt. Gute Partie. Das so in vor allem so schnell das zu sehen, ne? Also ich meine, es ist ja alles andere als forciert, das nach Turm E6 hier, dass ich da keinen Zug habe. Ja. Ich war platt, aber Melanie hat die Dame eingestellt. Und nicht geluppt, es war ja ein Versuch, aber um die Dame zu luppen, muss man sie einstellen, ohne dass der Gegner es sieht. Entschuldigung, ich habe schon wieder gedrückt, ne? Es ist wieder die 1. Naja, nehmen wir. Jetzt aber wieder von unten. Ha. Da ist er, der Wemi. So, gegen den Wemi kannst du spielen. Karo Kann steht hier. Oh nee. Also ich möchte Paulsen, das steht weiter vorne. Na, dann mach Paulsen. Das steht weiter vorne. Abgehakt. Hey, ich habe überhaupt noch nicht Paulsen gespielt. Ja, aber du wirst es tun. Naja. Du wirst es versuchen in dieser Partie. Dementsprechend zählt das schon. Na gut. Jetzt darfst du es abhaken. Dankeschön. So. Was nun? Es gibt zwei Hauptfortsetzungen, Springer C3 und Läufer D3. Was willst du tun? Das war doch immer so ein Lied, ne? Was willst du? Ich weiß aber nicht mehr, wo das herkam. Es war irgend so ein Unfuglied. Ja, so klingt das auch. Ja. Unfug. Ja. So, drohe ich jetzt schon mal irgendwas? Vielleicht. Jetzt nicht mehr. Aber die Stellung sieht mir angenehm. Also ich würde sowas, glaube ich, ganz gern mit Schwarz spielen. Das ist halt normale Stellung, ne? Ja, dann sollte ich vielleicht anfangen Pausen zu spielen, wenn mir die Stellung gefällt. Na gut, man kann es schon ein bisschen schärfer spielen mit Weiß. Was ist mit B4 jetzt eigentlich? Dann ich würde ja nie auf C3 meinen Läufer geben. Egal, ob ich einen Läufer Bauer kriege. Also das sagt mir nicht zu. Bitte, was? Mir sagt eher sowas hier zu. Aber ich muss auf Springer B5 aufpassen. Oha. Da war er kurz weg. Hat ja keiner gemerkt, weil ich war auch weg. Was machen wir jetzt vor lauter Schreck? Ich finde meine Stellung so schön, aber... Versuche das mal, jetzt irgendwie mal, auszunutzen. Mal. Läufer D6, geht das überhaupt, Springer B5? Wieso nicht? Läufer nimmt. Du nimmst einfach raus, Dame A5. Achso, Läufer D2. Ne, Läufer D2, Dame B6. Ich glaube, du kannst Läufer D6 machen. Aber auf deine Verantwortung. Gott, bitte nicht. Nicht auf meine Verantwortung. Oh, wir haben einen frisch gebackenen... Oh, Glückwunsch. Na gut, jetzt kann ich auch hier nehmen. Ne? Ja. Einen frisch gebackenen Papa, herzlichen Glückwunsch. Naja, komm, und der Abtausch war jetzt nicht so schlecht, oder? Läufer Schach. Schach gesehen, Schach gegeben, ne? Ja. So, wie geht es jetzt weiter? Springer C6. Und dann nehme ich wie? Läufer wahrscheinlich. Ne,
Jetzt könntest du auch mit der Dame vielleicht nehmen. Oder auch nicht. Was mit D5? Ist D5 gut oder schlecht? Also es kommt halt vielleicht F4, ne? Naja, auf F4. Puh, ja, ganz schön schwierig hier, ne? Ja. Eieieiei. Also du machst halt erst Läufer D6 zurück. Also was heißt erst? Danach wird D5 schwierig, aber naja. Nur so, was ist meine Idee weiter? Ach so, hier vielleicht. Also wenn F4 kommt. Mhm. Und wenn der nicht kommt, ist irgendwie für beide Seiten gerade nicht so einfach, die Stellung zu verbessern, habe ich das Gefühl. Ah ja, du kannst noch Springer E5 irgendwie einbasteln oder so. Ah, er geht da hinten rein, okay. Mhm. Auch nicht so verkehrt. Mhm. Jetzt würde ich ja dann doch irgendwann vielleicht sogar mal kurz rochieren. Oder hier rein. Ach nee, da hängt was. Wieso sind die so schwierig, die Stellung hier? Na dann, weiß nicht, auch hier halt, wenn du nicht genau weißt. Oder da mit C6 spielen. Gott, ja, das ist wirklich eine schwierige Stellung. Und droht was? Ich mit Läufer C6? Alles irgendwie so komisch aus. Bisschen skurril, also man hätte ne? da sicherlich mehr rausholen müssen. Hm. So, und jetzt denk mal bitte einmal über Springer D3 nach, ob der gut ist oder nicht. Dann muss ich zumindest mal. Ach so, er nimmt auf D6. Ach nee, dann nimmst du wieder. Ja, warum nicht? Wenn die Dame nimmt, müssen wir irgendwie den Läufer ziehen. Nach E5 dann? Hm. Aber trotzdem kuriose Stellung, ne? Hm. Puh. Kann natürlich sein, dass der jetzt irgendwie weg ist, ne? Ja, das kann sein. Oh, oder was anderes ist weg. Na gut, Dame E5, was willst du denn machen? Und dann? Ja, und dann, weiß ich nicht, erstmal halt ziehen, ne? Also, es hilft ja alles nichts. Hm. Springer B2. Weil verliert auch eine Figur, ne? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss in den Blitzmodus übergehen. Na gut. D5 gleich. So, hier hängt aber auch noch was, ne? Ja, aber es hilft ja nichts. Schon mit dem Bauern dann wieder nehmen wir noch irgendwie so. Wir müssen jetzt die volle Aggression auf ihn loslassen. Boom, boom, boom. Ja, aber hier hängt auch, ne? Hm? Hier hängt auch, aber gut, den kann ich mit Tempo wegziehen. Achso, ah. Hast du noch einen Trick? Ich glaube nicht. So, warte mal, jetzt hängt Turm. Läufer. Kann ich irgendwie hier schlagen? Bringt das irgendwas? Nee, ne. Man muss ja irgendwie irgendwas versuchen. Oh Gott, ja.
Verlieren wir jetzt zweimal hintereinander oder was? Ja, Das wir sieht ganz so haben. aus, ja. Ja. Was habe ich denn alles weniger? Zwei Türme. Alles, alles. Und wir sind im nächsten Zug matt, also. Wieso? Zieht den Läufer weg. Oh Mann. Ich Da. mag noch nicht aufgeben. Es ist traurig. Wie Ja. kann das denn sein? Ja. Wo ist es nach hinten losgegangen? Ach ja, hier, das. Dein Vorschlag, mein Schatz. Was habe ich gemacht? Du hast vorgeschlagen, hier D5 zu spielen. Hast du doch nie gemacht. Doch, im kritischen Moment. Nee, warte, wann war das? Ach ja, auf D3 zu Nee, schlagen nee, war nee, dein nee, Vorschlag. nee, aber ich habe dich Doch, doch. gefragt, ob er nicht auf D6 gehen kann. Nein. Meinst du, nein, nein, das kann er nicht machen. Danke. Da habe ich dann auch nicht weiter gerechnet, aber ja. Das war der kritische Moment, aber vielleicht ist es hier schon ein bisschen grottig, wenn er jetzt hier einfach auf A6 nehmen kann, ist auch irgendwie. Ja, nicht ganz so grottig, als einfach eine Figur weniger zu haben. Ne? Aber ja, ich gebe nicht die komplette Schuld an dich. Und Ich ich war habe Läufer D6 mitschuldig. vorgeschlagen. Das stimmt, Läufer D6 ist auf meinem Kraut gewachsen. Hier Bei wollte dir? ich das machen. Das war der Trick, den ich mir ausgedacht habe. Auf B4 kann man jetzt schlagen, weil der A1 hängt. Das ist ein guter Trick, musst du zugeben. Na, warte mal. Der A8 hängt ja auch. Was hat man denn dann alles weniger? Und der B7 hängt vor allen Dingen auch. Ja, wenn ich Springer D6 Schach mache. So, dann hat man eine dicke, fette Qualität mehr. Naja, gegen Läufer und Bauern. Also, das ist ja maximal unklar. So oder so. Ja, okay. Springer A5. Genau, alles noch. Springer C6. Ja, das geht noch. Also ich glaube aber, das ist nicht so gut auf B5 zu nehmen, wegen Dame A5 auf Läufer D2 wurstelt man sich gerade so, glaube ich, mit Dame B6 raus. Ja. Tja, aber nach Läufer B5 weiß ich nicht. Also so schlecht kann es nicht sein, ne? Aber halt auch nicht so einfach. Vielleicht hätten wir hier direkt den Bauern vordrücken sollen. Ich weiß es auch nicht. Naja, komm, letzte Partie. Ja, ist es schon soweit? Ah, okay. Ja. Was haben wir? Wir haben wieder hier Zufallszahlen. Ach, je, das ist 15. traurig. 15 von oben. Ja, das ist ein bisschen traurig, aber so ist das Leben. 9, 12, 15. Ach, der Breloer SC. Wir spielen zur Abschlussrunde gegen wie viel? Gegen die 8000 Elo? 7000, 7000. 7000 Elo, okay. Dann müssen wir mal gucken, ob das gut geht. Gut. Springer an Rand bringt Freude und Lobgesang. Schmand. So ungefähr war das doch, oder? C4. Das ist eine Eröffnung absolut nach meinem Geschmack. Total merkwürdig und komisch Ja, weil und. das ja gerade schon so gut funktioniert hat. Gefällt mir gut. Also, finde ich, ist eine sehr attraktive Stellung für beide Seiten. Einfach mal was Neues, mal was anderes, ne? So. Was hältst du denn von der Stellung? Ja, passt. Ist grandios, ne? Ja, der Springer, der wird gleich kommen. Wohin? F5 wahrscheinlich. Deswegen steht er da ja manchmal auch besser als auf F6, weil er nach F5 kann und weil er die Läuferdiagonale nicht blockiert. Das war mein teuflischer Plan hier. Oder nach G4 und dann setze ich matt. Achso, das ist jetzt natürlich ein bisschen weiter weg. Hat er gehört, dass ich mit dem Springer dahin wollte? Schade.
Na gut. Was dann denn? D3 ist wahrscheinlich immer zweifelhaft, ne? Zweifelhaft? Ich würde sagen, der ist unklar. Zweifelhaft ist ja von der schachlichen Bewertung ein wahrscheinlich schlechter Zug. Also, nee, ich meinte, ich hätte Zweifel, ob der gut ist. Ja, okay. Ja, aber das gefällt mir. Also nicht, dass ich jetzt der Meinung bin, dass wir schon besser stehen, aber wir haben eine crazy Stellung. Und das naja, aber wir müssen das Ganze auch positiv bewerten. Wir können uns jetzt ungefähr in 10 Sessions wieder darüber freuen, dass wir über 2-8 kommen, wenn wir es denn schaffen. Ja. Ja, das stimmt. Oder wir müssen mal heimlich ohne Geschwätz ein bisschen blitzen. Du meinst, das wird besser funktionieren? Das funktioniert meist ja deutlich besser, weil es einfacher ist, nicht dabei noch irgendwas zu erzählen. Der Springer macht Karriere. Oder erzählt zu bekommen, das ist ja vielleicht sogar noch schlimmer. Wenn man beim Geschwätz mit der anderen mitmacht jetzt, oder was? Nein, wenn ich dir was erzähle, während du spielst, ja, das oder ist das noch Schlimmste. Viel schlimmer, wenn du mir was erzählst, ja, während ich ja, das spiele. Ist furchtbar. Gegen 4 Leute, ja. Wie war das nochmal mit irgendwie Kasparov gegen die Welt oder so? Das, wenn viele Köche verderben häufig den Brei. Das ist beim Schach auch so. Ja, also, wir haben da ja auch Erfahrung im Partnersimultan. Das sind immer die größten Katastrophen. Ja. Und vor allem du und ich, wenn wir hier spielen, wir sind schon schlechter. Was ist denn das? Mist, da habe ich was übersehen. geht noch gerade so. Guck, habe ich da nicht übersehen. Habe ich gefühlt, dass das nicht geht. Was wolltest du eigentlich sagen? Wir sind schlecht. Ja, das ist halt, zusammen spielen wir nicht so gut wie alleine. Und dementsprechend, Breloer SC, das muss ich auch addieren. Also ins Negative. Es sei denn, ihr habt irgendwie besonders viel Erfahrung. Addieren ins Negative. Ja. Wird der Fachjargon ausgepackt. Ja, das geht dann immer irgendwie so, weiß nicht, der Durchschnitt und dann mal minus 1,25 oder 1,2 hoch jetzt die Anzahl der Spieler. Hier und Quatsch nicht so viel. So viel schlaues Zeug? Na gut. Oh, da droht ein Familiengäbelchen. Ach nee, das droht ja gar nicht. Aber ich weiß, was nicht droht und das ist Springer C2, weil den... Hab ich's gerade gesagt? Ja, den nasch da raus. Wie, du hast ja aber nicht aufgelöst, dein doch, Rätselchen. Ich habe gesagt, das geht nicht. Und du dann so, ja, aber ich weiß, was nicht geht. Ja, ich weiß auch, warum es nicht geht. Oh. Anstrengend hier mit dir. Ja, TDL sagt es. Die Herrschermeinung und die Mindermeinung. Ja. Okay, der wird rausgenommen. Opfer ich immer einen Bauern fürs Läuferpaar, abgesehen davon, dass ja, hier was ja droht. Wolf G4, gönn es dir. Das muss doch gleich krachen mit den... Das wäre ja zum Lachen. Läuferchen. Da kann er nichts machen. Und den kann er allerdings machen, aber jetzt gehe ich hier rein. Oder? Verzettel ich mich? Ja oder nein? Rate jetzt. Nein. Gut, das wollte ich hören. Das wollte ich hören, ja. Einfach, wenn jemand dahinter steht und sagt, ja, egal was ich oder spiele. Nein, bei jedem Fall. Zug, ja, das machst du gut. Auf Dame B4 würde ich aber nicht Springer C2 spielen. Oh, der ist auch cool, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ach so, was wolltest du, Tom, schlägt die 3. Ja, was kommt denn? Wieso nicht? Warum wolltest du den doch nicht machen? Jetzt musst du was anderes machen. Mit Tom C3 geht der. Puh, sieht, die volle Dominanz. Der sieht einfach zu cool aus, als dass ich ihn nicht spielen könnte. Mhm. Dann kannst du noch Turm A8, Turm A3 spielen. Selbst wenn ich nicht wollte. Mhm. Oder die Dame gleich wieder zurück nach C5. Auch das sieht attraktiv was aus. Was möchte sie denn da? Nur verhindern, dass er da nimmt, auch wenn er ihn nicht nehmen kann. Merkst du doppelt selber, hält ne? Besser. Und normalerweise sagt man hier, minus 600 ist die richtige DWZ. Na, das steht zum uns aber nicht so dolle. Nee.
Naja. Was denn mit Springer C2? Ja, das machen wir. Wolltest du mehr rausholen? Aber hier auf der Uhr haben wir guten Vorteil, weil die vier Herren der Schöpfung müssen sich immer absprechen. Ja, wir müssen uns nur zu zweit absprechen. Ja, ich muss nur mir immer das abnicken von dir holen und dann reicht das schon, das geht schneller. Stell dir mal vor, die müssen ja vor jedem Zug. Sind alle dreimal, einverstanden? Dreimal. Jawohl, nicken. Jawohl, jawohl. Wo ist das dritte? Jawohl. Ja, da ist es. Und dann geht's erst weiter. Springer E5. Okay. Kann man vielleicht einfach ignorieren. Kann man ignorieren, kann man nehmen. Kann man viel mitmachen. Was machen wir jetzt mit dem? Wir nehmen den raus, oder? Ja. Und dann auf A1 und dann auf D3? Oh, ich hätte hier die Dominanz noch ein bisschen zu. Hallo, du hast hier nicht das Abnicken geholt. Tut mir leid, und das war auch schon der Fehler des Abends. Nee, geht noch. Ich dachte gerade kurz, ich springe F3. Hier, aber dann nehme ich raus, er nimmt auf C2, Dame G5 Schach, König F2, Dame E3. Das muss. Spiel mal lieber deine Partie weiter. Ja. So. Da komme ich rein. Das sieht mir gefährlich aus. Für wen? Na, für ihn. Ach so, ja. Das sieht mir nach baldigem Matt aus. Nur wie? Nur wie? Ich weiß es nicht. Aber im Zweifel gebe ich jetzt noch einen Schach und dann gewinnen wir auf Zeit. Na, noch nicht. Dann gebe ich halt noch einen Schach. Jetzt kannst du den Springer schlagen. Ja. Ja. Danke das für die Partie. Das war heute durchwachsen. Ja, das war eine sehr aber viele spannende Session. Partien auf jeden Fall. Das muss man sagen. Und sehr viele hochwertige also von euch. Und noch ist ja nicht klar, ob wir immer schlechter werden oder ob ihr einfach immer besser werdet. Im Zweifel gehen wir davon aus, ihr werdet immer besser. Und das freut uns. Und Giovanni schreibt, der Protokollführer des BSC hat gerade seinen Austritt verkündet. Alles klar. Ja, war nett mit euch. So endet die Woche immer schön. Ja, und morgen beginnt sie schön, nämlich mit der Lernstunde. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und wünschen euch jetzt erstmal noch einen schönen Abend und einen guten Wochenstart morgen. Macht's gut. Bis dann.